Hallo, willkommen bei Janni spielt. Ich spiele wieder Star Wars und zwar möchte ich jetzt auf Tatooine die Datacrons einsammeln. Ich stehe jetzt hier auf einem Sandcrawler Dingens mitten in der Wüste hier unten. Und da ist der Startpunkt für den ersten. Da kommt irgendwann bald mal hoffentlich ein Ballon angeflogen, da muss ich drauf springen, aber da schalte ich dann wieder zu. Ich habe ihn unterwegs gesehen, also keine Ahnung. Ich glaube, für eine Runde brauche er 40 Minuten. Und keinen Plan, wo er jetzt ist. Ich sehe ihn nicht. Ich bin aber guter Dinge, dass er bald kommt. Also schalte ich mich bald wieder rein. Der Ballon kommt, der Ballon kommt. Also ich stehe jetzt seit 10 Minuten hier. Nach vorne kommt er. Er kommt ziemlich langsam. Es dauert also noch ein bisschen. Es hat sich noch jemand zu mir gesellt. Kira habe ich mal weggeschickt, damit sie nicht in den Füßen rumsteht. Ja, jetzt warte ich noch, bis er direkt hier ist. Wenn man daneben hüpft, kann man wieder 40 Minuten warten. Also will ich mir ganz doll viel Mühe geben, dass es nicht passiert. Also ich melde mich dann gleich nochmal wieder. Jetzt erkennt man ihn schon richtig. Nochmal 5 Minuten später. Kommt näher. Ich sehe das. Wird bald da sein. Bestimmt. Ich gebe ihm noch 5 Minuten. Er ist so gut wie da. Ich bin total nervös. Der hat sich auf sein sehr seltsames Auto gesetzt. Keine Lust daneben zu springen. Natürlich hält der Ballon nicht an, damit man prima einsteigen kann. Nein, er fährt weiter. Ja, zu leicht. Ich will nicht, ich will nicht. Ich glaube aber, der Sprung war jetzt nicht so schwer. Der Sprung beim Abspringen später ist schwerer. Yay! Uff, uff, uff. Ach, er hält doch an. Das ist aber neu. Früher ist er nicht angehalten, hat er nicht angehalten. Die machen auch alles leichter. Jetzt dauert die Fahrt nochmal lange. Zeit für schöne Screenshots und ich melde mich. Das Auto ist wirklich seltsam, oder? Diese Würfel. So sieht es ja ziemlich bequem aus. Ich schalte jetzt wieder raus. Mache ein paar tolle Screenshots und melde mich dann, wenn wir angekommen sind, wo wir hinwollen. Wieder 5 Minuten später. Wie man sieht, die Fahrt ist wirklich sehr langsam. Ich glaube, das da ist das Ziel. Da vorne war der Startpunkt. So, eigentlich gar nicht so weit weg auf der Map. Sind wir jetzt hier? Das sieht man nicht so gut, weil die Map, beziehungsweise weil ich mich bewege. Ich dachte, es wäre da vorne. Ist das gar nicht das Ziel? Ah, das werde ich sehen, wenn der andere abspringt. Wenn nicht, dann ist es vielleicht doch nicht hier. Dann dauert es noch länger. Nochmal 15 Minuten später. Ich glaube jetzt aber, dass da vorne ist wirklich der. Das Ziel. Haben wir jetzt auf der Map. Hier, das ist dieser Klotz. Und wir sind gleich da. Glaube, man hat auch genug Zeit zum Springen, wenn ich mich richtig erinnere. Aber das ist so lange her. Genau weiß ich es nicht. Da sind auch zwei. So einer ist irgendwie oben und einer ist unten. Ich glaube, den unteren sehe ich schon leuchten hier so. Vielleicht ist er auch auf der anderen Seite. Was weiß ich. Mal ein bisschen gucken, was der andere macht. Ich glaube, der kennt sich da ein bisschen besser aus.
echt keinen Plan, wann man da springen muss. Also auch hier, wenn man daneben springt, hat man geloost. Da kann man wieder von vorne anfangen. Weil wieder hochkommen geht nicht. Das ist zu hoch. Ich mache einfach, was der andere macht. Glaube, ich sehe den einen. Auf jeden Fall muss der Ballon noch ein ganzes Stück runter, sonst stirbt man. Das ist noch ein bisschen hoch, scheint mir. Der andere macht nichts. Versuche noch ein Stück auf den Rand zu hüpfen. Oh, ich höre ihn, ich höre ihn. Scheint mir aber immer noch sehr hoch zu sein. Okay. Sehr hoch. Aber zu überleben. Yay! Schon so gut wieder. Auf geht's. Nummer 1. Matrix-Splitter. Yippie, hallo, ich hab dich weggeschickt. Geh weg. Jetzt mache ich den Sprint mal aus, weil der andere ist auch ein bisschen tricky. Muss man nämlich runter auf diese Plattform da. Und das am besten rückwärts. Damit man nicht zu weit. Puh. Yay, auch geschafft, yippie. Und das ist Stärke, yay. Stärke ist gut. Sieht zwar gar nicht so hoch aus, aber von unten kommt man hier nicht ran. Ich kann es ja noch mal zeigen. Es ist gar nicht so viel, was da fehlt. Aber geht halt nicht. Das war Nummer 1. Und jetzt muss ich ganz woanders hin. Und melde mich dann gleich nochmal wieder. So, ich bin jetzt auf der Map hier im Lager der Sandleute. Bin von hier oben runter gehopst auf diesen Vorsprung. Ziemlich genau gegenüber in der Felswand liegt der Datacron. Geht allerdings nur hier durch diese Höhle. Und deshalb mache ich mich jetzt auf den Weg. Da sind ein paar Sandleute im Weg. Meine Schrift ist grün, weil ich im Heldengebiet war. Das heißt, ich bin für PvP markiert. Ist nicht so schön, aber das geht auch von selbst wieder weg. Jetzt kämpfe ich mir meinen Weg so ein bisschen hier durch. Dann müsste ich eigentlich schon gleich da sein. Bei den Sandwachen, die ganz schön schwer sind. Ui, ui, das ist nicht gut. Gar nicht gut. Ich muss in ein Medicenter. Ein goldener. Ich laufe mal weiter. Kira kann das. Jetzt
nicht gerade die elegante Lösung, aber kann ich mich ja dann am Ende wiederbeleben. Da sind ja noch ein paar mit Sternchen. Uiui. Das ist nicht gut. Wenn die mit weißem Hütchen schon so schwer sind, wie schwer sind dann die mit dem Sternchen? Ich lass mich einfach nicht beirren und renn weiter. Ja, oh, verdammt. Einer mit Macht. Lass mich ruhen, tu mir nichts. Ich will doch nur den Datagron. Wie lang ist denn dieser Weg? Ich qualme. Lass mich los. Verdammt. Okay. Sieht mir nach einem anstrengenden Weg aus. Na gut, einen kann ich ja versuchen. Ich komme der nicht so nah. Oh nein! Ich höre ihn, ich sehe ihn. Ich sammle ihn. Verdammt. Ja, bring mich doch um. Kein Ding. Ich habe keine Chance. Zwei gelbe. Ich bleibe jetzt einfach hier 30 Sekunden liegen. So. Und jetzt kann ich ihn ganz gefahrlos sammeln. Und das ist Willenskraft. Plus 3. Okay. Und der nächste ist ganz woanders. Gesagt, am Heldengebiet, da habe ich mal kurz reingelunzt, deswegen bin ich immer noch PvP-isch. Sowieso warten, bis das wieder weg ist. Ich mache mich auf den Weg und schalte mich rein, wenn ich da bin. Bin jetzt an der Jutland Transportschiff Absturzstelle. Das ist hier. Ganz schön tricky, da hinzukommen. Ich bin jetzt durch das PvP-Gebiet gereist. Das nur suboptimal ist. Und das ist ein Heldenbereich. Das heißt, ich muss ziemlich aufpassen. Eigentlich für Gruppen gemacht. Aber ich muss hier hin. Hier irgendwo geht es die Klippe runter und da ist der Datagron. Und wie an einem Raumschiff, das runterhängt. Ich sehe jetzt gerade aber überhaupt keine Klippen. Da vielleicht. Könnte sein. Ich an dem vorbeikomme. Ja. Um die Ecke lunsen. Ja, hier ist es. Auf geht's. Okay. Wie komme ich da jetzt am elegantesten hin? Schaffen wir den? Ich ziehe uns nicht.
Jetzt aber. Ich sehe jetzt nicht wirklich viel, wie man da am elegantesten springt. Ach, war ja gar nicht so schwer. Puh. Aber es war eine schwere Geburt. Der Weg hierher war wirklich tricky. Zielgenauigkeit. Auch nicht unbedingt was ich brauchen würde. So, jetzt fehlt nur noch einer. Und der ist direkt in Anchorhead. Cantina? Nö, da. Da ist wieder Jump and Run. Viel Gehüpfe. Also ich melde mich gleich wieder. Startpunkt ist hier, außerhalb der Stadt. Die Düne fast so hoch ist wie die Mauer, so dass man gut hochhüpfen kann. Allerdings habe ich den restlichen Weg schon wieder total vergessen. Wie gesagt, ist ja auch schon Jahre her. Meistens sind die Wege ja offensichtlich, von daher laufe ich jetzt einfach mal hier so lang. Muss auch irgendwie über Dächer, das weiß ich noch. Ah, hier ist schon das erste Dach. Okay. Irgendwo da drüben über diese, ups, über diese Planen. Wutscha, wutscha. Ich weiß nicht, warum ich beim Hüpfen immer so nervös bin. Das ist ja ätzend. Ich da rüber. Also ich weiß, ich muss da so schräg links. Geht's weiter. Da ist der Datagrund ist. Eher so Richtung Stadtmitte. Da komme ich doch nicht rüber, oder? Muss ich da überhaupt rüber? Ich habe keine Ahnung. Ich denke mal eher. Ja, genau. Und ich bin noch nicht ganz runtergefallen, also vielleicht ist ja noch was zu retten. So da lang jedenfalls nicht. Ich bin nicht auch falsch, ich habe keine Ahnung. Sieht mir irgendwie nicht richtig aus. Ich muss da drüben rauf. Nope. Back to start, würde ich mal sagen. Da bin ich. Diesmal habe ich den Sprung von da drüben nach hier mit dem Gleiter gemacht. Ging besser. Jetzt mal schauen, wo ich hin muss. Ich vermute mal, ja. Auf diese Plane da drüben. Das sieht aber tricky aus. Okay, aber es hilft nichts. Ich muss da rüber. Yay! Wird man echt total nervös. Uah.
Und jetzt höre ich ihn schon. Yay. Und das war auch der letzte. Das ist Rist. Ja. 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 Schnell auf den Gleiter gehupst. Und ab zum Raumhafen. Der ist wunderbar. Okay. War das Kapitel Tatooine? Jetzt benutze ich noch schnell das Holo-Terminal. General, Doktor, gute Nachrichten. Meisterin Kiwix und die Seismologin Harren sind in Sicherheit. Und was noch besser ist, die Schocktrommel wurde zerstört. Zerstört? Verdammt! Ich wollte den Prototyp doch untersuchen. So ein vielversprechendes Modell. Das Ding hat nichts versprochen, außer Planeten zu vernichten. Ich bin nur froh, dass es weg ist. Ich habe gerade eine überraschende Meldung von einem meiner Kreuzer erhalten. Ein reinblütiger Sith Lord namens Pavel hat sich freiwillig ergeben. Er hat euren Namen erwähnt. Gibt es da etwas, das ich wissen sollte? Er war ein Schüler von Darth Angral, aber jetzt läuft er zu uns über. Ich habe versprochen, dass wir ihm nichts tun werden. Ihr findet immer neue Wege, mich zu beeindrucken. Ich sage meinen Leuten, sie sollen den Sith dem Hohen Rat der Jedi übergeben. Da werden sie schon wissen, was zu tun ist. Jetzt wollen wir hoffen, dass eure Mission auf Alderaan genauso viel Erfolg hat. Yep, das hoffe ich auch. Und 31. Okay. Ich glaube, es ist noch Zeit für eine schnelle Weltraummission. Es gab ja so viel neue. Warte mal. Schauen. Annehmen, annehmen, annehmen. Die zwei sind schon grau. Syris Evakuierung. Lantik-Station. Archener und Markham. So viele, dann weiß man gar nicht, was man machen soll. Artchener, Syris, machen wir das mal. Kein Plan, ob ich es schon mal gemacht habe. Ich kann mir die Namen nie merken. Okay. Ach, wieder mit einer Fähre, die ich beschützen muss. Fähre gefunden. Endlich Raum zum Atmen. Das sind ja ganz schön viele. Vielleicht noch mehr. Da weiß man ja gar nicht, wo man zuerst draufballern soll. Wer braucht schon Zielcomputer? Rumnavigieren. Wenn ich gegen die Felsen knallt. Das sieht gefährlich aus. Ui. Ich sehe überhaupt nichts. Wo ist hier was?
Wusel. Ja, super Schuss. Du schießt hier was. Feind vernichtet. Die Fähre qualmt. Das ist bestimmt kein gutes Zeichen. Noch 22, 18 Sekunden. Ich glaube, das könnte ich schaffen. Elf, zehn, neun, acht. Das nenne ich einen Sieg. Ja, sie qualmt ein bisschen, aber hey, geschafft. Und ich habe keinen Schaden genommen. Sehr schön. Das war die erste. Oh, Kira will mit mir reden. Rede, Kira. Ihr seid anders als die meisten Jedi. Das meine ich als Kompliment. Ich will ja den Hohen Rat nicht beleidigen, aber wenn ich nur den ganzen Tag rumstehen und Moral versprühen müsste, könnte man mich gleich in eine 0G-Gummizelle stecken. Ich bin lieber in der Galaxis unterwegs und versuche dort etwas auszurichten. Ich sage ja nur, dass die Macht auch Spaß machen kann. Der Orden muss mal ein bisschen lockerer werden. Das Leben eines Jedi besteht nicht nur aus Regeln und Verantwortung. Eines Tages lege ich Meisterin Satil ein Furzkissen auf den Stuhl, nur um ein bisschen Leben in die Bude zu bringen. Ich hoffe, ich kann auf eure Unterstützung rechnen. Bei einem Furzkissen? Nein, eher nicht, glaube ich. So. So werden mir da immer noch welche angezeigt. Die sind doch grau. Okay. Na gut, das war's für diesmal. Tatooine erfolgreich abgeschlossen. Das nächste Mal sehen wir uns auf Alderaan oder im Weltraum. Bis dahin. Ciao.